Freunde, liebe Zeitgenossen, Deutschland geht den falschen Weg. Deutschland entscheidet sich falsch. Wir wollen heute über die erste existenzielle Frage sprechen, die Deutschland zu beantworten hat. Welche Frage? Welche Staatsform wollen wir bewahren? Naja, das klingt schon fast ein bisschen lächerlich, diese Frage. Weil die Antwort ja so banal ist. Na, die repräsentative parlamentarische Demokratie natürlich. Ist das so? Haben wir denn noch eine unversehrte repräsentative parlamentarische Demokratie? Hat denn der Deutsche Bundestag noch seine vollen Souveränitätsrechte und damit das deutsche Staatsvolk? Haben wir denn noch eine unversehrte repräsentative parlamentarische Demokratie? Wenn ein permanentes Krisenmanagement auf europäischer Ebene die niedergelegten Verträge rechtswidrig übergeht und regelmäßig missachtet und das Parlament und die Judikative nicht wirksam dagegen einschreitet, haben wir denn dann noch eine unversehrte repräsentative parlamentarische Demokratie? Wenn das Haushaltsrecht der nationalen Parlamente permanent ausgehebelt wird, wenn die Staats- und Regierungschefs, also die Exekutive, sich treffen und Entscheidungen aushandeln, wie zum Beispiel den absolut antidemokratischen ESM-Vertrag, und die Legislative, also der Bundestag, nur noch formal zum Abnicken und Händchen hochhalten anzutreten hat. Haben wir denn dann noch eine unversehrte repräsentative parlamentarische Demokratie? Wenn finanzielle Verpflichtungen zu Lasten der Staatsvölker beschlossen werden und diese auf Generationen hin verschuldet werden, ohne dass eine hinreichende demokratische Kontrolle gegeben ist. Welche Staatsform wollen wir also bewahren? Das ist doch die existenzielle Frage über den Wert von Verfassung und der Demokratie überhaupt. Das EU-weite Krisenmanagement der nationalen Exekutivspitze wird in Anbetracht der horrenden Verschuldung der Staaten und des vom plötzlichen Tod bedrohten Euro auf lange Sicht nach unserer Auffassung die dominante Regierungsform bleiben. So wird der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs peu à peu zum wirklichen einzelnen Entscheidungsgremium. Die nationalen Parlamente und ihre Abgeordnete, die in Wirklichkeit nur noch eine alles abnickende, willfährige Parlamentsfüllmasse sind, die den Souverän, den Bürger, doch eigentlich treuhänderisch repräsentieren sollen, werden so auf die Rolle von Vollzugsorganen reduziert. Die politische Letztverantwortung kann in einem solchermaßen degenerierten, wir könnten auch sagen entarteten demokratischen System immer auf den Europäischen Rat geschoben werden. Und Frau Merkel kann sich unter Berufung auf dieses System der organisierten Verantwortungslosigkeit hernach in aller Unschuld die manikürten Hände waschen. Politisch unverantwortliches und fehlerhaftes Handeln ist so nicht mehr auf den einzelnen politischen Akteur zu beziehen. Die politisch unverantwortlich verantwortlich Handelnden sind nicht mehr erkennbar und nicht mehr haftbar zu machen. Eine effektive parlamentarische Kontrolle der Regierungen im Sinne der klassischen Checks and Balances ist in einem solchen degenerierten demokratischen System nicht mehr gegeben. Und jetzt kommt's. So wird das Modell der repräsentativen parlamentarischen Demokratie sukzessive abgelöst und in ein neues, autoritäres Modell transformiert. Das Staatsvolk wird so zum unmächtigen Zuschauer und zum reinen Objekt politischen Handelns der Hochmögenden degradiert. Ohne hinreichende Informationen, ohne wirksame Kontroll- und Mitwirkungsrechte. Er wird zum fiskalpolitisch
und medial manipulierbaren Klienten. Wahlen für die nationalstaatlichen Parlamente verlieren unter diesem Diktat des Krisenmanagements an Bedeutung und verkommen so zu reinen politischen Auktionen der Beliebigkeit. Weil die eigentlichen politischen Richtungsentscheidungen von ihnen nicht mehr zu beeinflussen sind. Der werteschaffende Bürger wird in einer solchen Konstellation zum reinen Systemsklaven, der keine Herrschaftsrechte und nur noch Funktionspflichten hat. Mit dem mündigen Staatsbürger aber geht ein Grundpfeiler für die Fortschrittlichkeit und die Dynamik der europäisch-westlichen Zivilisation verloren. Beim nächsten Mal wollen wir uns die zweite der 8 existenziellen Fragen, die Deutschland zu beantworten hat, stellen. Die Frage lautet: Welches Europa wollen wir eigentlich? Doch für heute soll es damit sein Bewenden haben. Morgen ist ein neuer Tag. Und bald, meine lieben Zuschauer, wird eine neue, eine alternative Politik durch uns ermöglicht werden. Gute Nacht.